So, hallo Leute und herzlich willkommen beim Midgardsmesser. Heute geht es mal nicht um ein Klappmesser, sondern heute geht es um ein Fixit, um das Bömbur. Das ist das gute Stück. Und neben mir sitzt wieder der Richard von Tools for Gents. Wir sind in unserem Showroom, der immer noch nicht fertig ist, weil wir viel Arbeit haben gerade. Zum Beispiel haben wir gestern das Valhalla, ich zeig's nochmal in die Kamera, haben wir gestern in der Gruppe gezeigt und haben es gestern, der Verkaufsstart war gestern. Ja. Und die Leute haben wie verrückt eingekauft, da waren wir gestern natürlich auch extrem beschäftigt. Du hattest ja auch viel Chaos, oder? Wir haben um 12 entschieden, dann das in den Shop reinzuschmeißen. Ja. Und genau so war dann der Tag auch. Ja, so war der Tag. Wir hatten auch, am Freitag kam ja den Newsletter immer um 18 Uhr und da kam so viel wie schon lange nicht mehr. Und dann haben wir noch um 18 Uhr den reingedrückt. Der Newsletter war total voll. Da gibt es auch nur beschränkte Kapazität. Ja, und was soll ich sagen? Wir bedanken uns auch nochmal an alle unsere Kunden, weil du bist ausverkauft, wir sind ausverkauft. Mike ist auch mittlerweile. Du warst nach 3 Stunden ausverkauft, wir waren nach 6 Stunden ausverkauft und es gibt eigentlich keine mehr, oder? Nö, von den Blauen. Vielleicht noch welche. Von den Blauen gibt es keine mehr, beim Dirk Wanger gibt es vielleicht noch ein paar, aber ich denke, da wird heute Abend auch alles Geschichte sein. Mhm. Und der Jörg bringt seine silbernen Ende. Der macht aber keinen Vorverkauf, hat er gesagt. Der macht keinen Vorverkauf. Da gibt's. Also wenn sie da sind, kann man kaufen und maximal 2. Und maximal 2. Also bei mir war das auch so, viele haben 2 gekauft. Ja. War das bei euch auch so? Ja, das war bei uns auch so. Also waren schon ein paar. Ich habe sogar einen gehabt, der hat 6 gekauft. Aber bei Jörg wird immer nur 2 gehen. Der wird immer nur 2 machen, ja. Unglaublich. Also wie gesagt, da bedanken wir uns natürlich nochmal an unsere Gruppen und an unsere Fans, dass ihr da so fleißig gekauft habt. Das hilft uns also natürlich. Also unsere Kunden, ja. Gruppen, Kunden, Fans. Und gut, deine Fans sind deine Fans, natürlich, aber das muss ich auch sagen, ich kannte ja jetzt das erste Modell von dem Valhalla, das ist natürlich lang schon nicht so gut wie das, was jetzt Fox gemacht hat. Und das haben auch viele geschrieben im Netz, das haben die auch beobachtet, dass Fox extrem an Qualität zugelegt hat. Ja. Auch jetzt in der Preis-Leistung im Prinzip, weil das ist eine außergewöhnliche Konstruktion, sehr schwierig zu bauen. Klar, es ist eine D2-Klinge. Aber die Größe und auch jetzt die ganzen Einzelteile. Also ich zeige, was so krass ist hier, der Bentley-Grill. Ich sage jetzt ab heute nur noch Bentley-Grill. Bentley. Also jetzt reden wir schon wieder zu lange über das Valhalla. Ja, also, wir wollten ja was anderes vorstellen, aber eben wir sind selbst geflasht. Ja, das war so ein bisschen wie eine Atomexplosion gestern in den Shops. Verkauft alles komplett. Na gut, also. Heute geht es um das Bömbur Fixit. Ein kleines, cooles, feststehendes Messer, was man gut als EDC tragen kann. Hier wieder schön mit G10-Griff. Ne? Hier G10 in 2 Farben. Und der Stahl ist CPM D2. Wirklich schönes Stonewash-Finish hier oben drauf. Und ja, das ist so eins meiner Lieblings-Fixit, muss ich sagen. Ich trage meins selber jeden Tag. Und ich finde das ziemlich geil. Auch jetzt mit der Option mit den Kidex-Scheiden. Ich finde auch die Kidex-Scheiden ganz gut, wie wir da haben. Und natürlich gibt es auch TPU-Scheiden dafür, ist ganz klar. Ne? Also für die Leute, die jetzt kein Kidex mögen, bei uns in der Gruppe mögen viele Leute kein Kidex. Ist bei dir in der Gruppe, glaube ich, anders. Da ja, also so wie gesagt, die Leute, die TPU-Scheiden kennen, die lieben das natürlich. Unsere Kunden mögen lieber diese Kidex-Scheiben. Wenn er jetzt noch einmal Kidex sagt, dann sage ich nur noch Dirko oder Derki. Aber eben, wie gesagt, also die Kidex-Scheiden sind perfekt gemacht. Ja. Klar, wie gesagt, es gibt jetzt auch für diese auch TPU-Scheiden. Aber ich denke mal, die Masse wird auch mit Kidex klarkommen, weil sie das halt auch meisten kennen. Wie gesagt, die TPU-Scheiden mittlerweile sind so eine hohe Qualität bei dir. Die unterscheiden sich jetzt schon sehr stark von den ersten Modellen, die du hattest. Aber wie gesagt, robust sind die Kidex ebenfalls, genau wie die TPU. Du hast halt hier den Vorteil, gut, das kannst du bei TPU auch dran machen, deine Techlocks, oder? Theoretisch, ja. Aber machst du nur die Utili-Clips eigentlich, weil die kleiner und leichter sind, oder? Nee, wir machen bei den normalen TPU-Scheiden, haben wir eigentlich eine Lasche, die angedruckt ist. Dann ziehst du einfach den Gürtel durch und dann sitzt das Messer schön nah am Körper. Also eben Leute, die halt was an, sag ich mal, nicht am Gürtel machen wollen, weil die kannst du ja auch machen, die Techlocks am Gürtel oder halt am Rucksack oder wo auch immer. Die bevorzugen vielleicht eher Kidex und welche, die halt
so am Gürtel tragen wollen, die benutzen halt die TPU-Scheiden. Ja, TPU. Ist denn geplant, mal auch TPU zu machen mit einer anderen Halterung? Ja, mit dem Techlock könnte man mal probieren, ja. Wäre vielleicht auch mit mal eine Utili coole... hab's ja schon gemacht. Mit Ulti-Clip haben wir schon gemacht. Ulti, nicht Ulti-Clip. Genau. Das aber jetzt haben wir schon gemacht, ja. Aber wie gesagt, ja, das machen wir so, wie das Messer läuft. Ne? Ja, also ich habe Handschuhgröße 10, du ja auch. Ich habe auch 10. Ich habe etwas schmalere Finger wie du, aber das ist eine super Handlage. Also ja, das Messer liegt bomben. Ich sage, das ist noch der Favorit vor dem Hermod. Ich mag es lieber als das Hermod. Ja, ja. Also Hermod ist natürlich auch eins deiner meistverkauften Fixet, aber auch bei Böker übrigens. Bei mir ist Bembo der Favorit eigentlich für die kleinen Fixet jetzt, sage ich mal. Das für die großen nehme ich dann lieber sowas. Oder diesen Toothpick da, oder den Toothpick. Der Vergleich ist natürlich... Ja. Also musst du mal gucken, das gesamte Messer ist so wie die Klinge hier. Wir kommen nicht weg von dem Valhalla. Ja, wir sind schon wieder da. Naja, auf jeden Fall, was wir hier auch haben, man kann wieder die Griffe wechseln gegen gedruckte Griffe. Wir haben sogar unter dem Griff ist das Messer stark skelettiert. Ja, deswegen ist er so leicht. Ja, und da gibt es natürlich auch Griffe, wo man dann Griffschalen, wo man dann komplett durch den Griff durchgucken kann. Das finde ich auch ziemlich cool. Habe ich jetzt aber natürlich... Hast du natürlich nicht parat. Habe ich natürlich nicht parat, schlecht vorbereitet, aber trotzdem, es gibt es, ausgeschnittene Griffe. Ja, haben wir da und da kannst du dann richtig durch den Griff durchgucken für Leute, die es noch leichter haben wollen. Also komplett ohne Griff halt dann? Nee, schon mit Griffschale, aber die Griffschale ist genauso skelettiert wie der Griff. Ah, okay, das habe ich. Das musst du mal zeigen beim nächsten Mal. Ja, das zeigen wir beim nächsten Mal, ist schon ziemlich geil. Also, er macht immer Sachen, die keiner kennt, aber da muss er es auch mal zeigen. Ist ja blöd, oder? Ja. Mein Sohn stellt mir seine Freundin vor, aber die ist nicht dabei. Das ist ja blöd. Genau so. So, das kann ja jeder sagen, dass er eine Freundin hat. So, wir gehen jetzt nochmal auf die technischen Daten ein, wenn wir uns ausgeklont haben. Also, die Gesamtlänge vom Messer ist, guck mal, was ich jetzt besorgt habe. Ja, gut. Kein Meterstab mehr. Hä? Nicht schöner wie das andere. So, also wir haben hier 19,8 cm in der Gesamtlänge. Die Klingenlänge ist bis zum Ricasso 9 cm, bis zur Griffschale 9,8. Und Klingenbreite können wir noch mal gucken. 3,6. Ist für Midgards-Messerverhältnisse eigentlich fast ein Slicer, wa? Das ist ein Slicer. Ja, und die Klingendicke ist 5 mm. Hast du falsch gemessen oder warte, ich guck noch mal. Wirklich nur 3,6? Klingendicke ist 5 mm, hier mit einer richtig schönen Fehlschärfe vorne drauf. Und das Messer ist natürlich perfekt verarbeitet. Also ich finde es sensationell, ja. Also, wenn man das so nimmt, das... Ist also, wirklich gut. Wo hast jetzt du 3,6 gemessen? Nein, 3,2 in der Breite der Klinge, Zentimeter. Ach so, die Klingen. Ja. Ich sag halt immer Klingenhöhe. Ja, für mich ist das die Breite halt und das ist für mich immer die Höhe. Ja, gut. Okay. Also die Aber breit ist es fast 5. 5 mm ist die Klinge. Ja, 5. 5 mm ist die Klingendicke. Stahl ist CPM D2, also da müsst ihr jetzt keine Angst haben, dass was kaputt geht. Das hält ordentlich also was aus. Also 5 mm für so leicht, das ist ja Wahnsinn. Ja, das wiegt nichts. Also das ist wirklich krass. Und dann noch der schwere G10-Griff. Wenn du jetzt einen gedruckten Griff drauf machst, ist das Ding nochmal leichter. Ja, nur das Tunra. Das Tunra Backup. Was wiegt denn das? Das ist eigentlich auch noch leichter. Ja, aber ist es 6? Das ist aber 6 mm. Aber der Unterschied von 6 auf 5 ist ja gewaltig. Guck mal, das hat kaum Griffschalen. Das ist natürlich schwerer, aber man meint halt, das ist ja schon skelettiert. Da hast du ja eigentlich nur diese leichten Griffschalen drauf gemacht. Ja. Aber es ist schwerer wie das Bembo. Ja, ist unglaublich, ja. Gut, also das ist schwerer wie das, aber das kommt natürlich von der 1 mm dickeren Klinge. Das macht echt was aus. Unglaublich. Das macht total viel aus, ja. Unglaublich. Also es ist auch noch ein sehr gutes EDC oder eben Tundra Backup ist bei uns der Kassenschlager. Ja. Da verkaufe ich jeden Tag von den Dingen. Also wie gesagt, jetzt haben wir ja auch neue Griffschalen. Also das läuft jetzt auch langsam sehr gut an. Ja, mit den Griffen, ja. Das ist auch ein super gutes Messer natürlich. Also gut, gibt es noch was zu sagen über das? Nee, wir gehen jetzt ins Wochenende. Ich muss noch verschicken. Ja. Wir müssen noch verschicken. Regina muss noch ganz viele T-Shirts machen. Die freut sich schon. Der hat jetzt nachher richtig... Achso, wir haben neue T-Shirts jetzt. Ja. Regina macht uns neue T-Shirts. Natürlich viel zu groß, aber ich wollte auch mal so was haben, weil ich habe ja schon Minderwertigkeitskomplexe gehabt. Er immer mit seinem riesengroßen Branding hier, mit seinem Ding. Und habe ich gesagt, mach mir auch mal größer. Aber jetzt haben wir in unserem Livestream, vorher mal einen Livestream gemacht in der Facebook-Gruppe, alle schon gesagt, das wäre viel zu groß. Aber dann, man sieht es doch gut. Ja, das finde ich eigentlich auch. Also eben, es kann bestellen, wie man will bei der Regina. Groß, klein, hinten, Mitte, vorne, Kinder, völlig wurscht. Kinder-T-Shirts, kein Problem, alles haben wir. Genau. So. Ja, ich bestelle auch Hoodies.
Du bist ja, Hoodies wollen sie auch haben. Hoodies, ja. Hoodie, Zipper, Trilalu, Hopsasa. Okay. Gut, wir wollen jetzt das Video nicht ohne dich verlängern. Ja, ich muss jetzt weiterarbeiten. Ich muss weiterarbeiten. Ja, also. Hier ist es, das Bembo ab sofort bei Midgards Messe und bei Tools for Chance erhältlich. So sieht das aus. Ein wirklich gutes EDC. Und kann man wirklich alles mitmachen, kann man immer dabei haben. Macht wirklich Spaß. 42A-konform, weil die Klinge unter 12 cm lang ist. Klinge ist 10, haben wir gemessen vorhin. 10, ja. 10. Und wie gesagt, dürft ihr gerne kaufen. Wir haben nichts dagegen. Wir haben so viele, dass wir sie im Shop haben. Und, wow. Und, ja, und könnt ihr kaufen. Und ja, dann gehen wir jetzt mal ins Wochenende. Ja, ich nicht. Ich gehe erst mal ins Lager jetzt. Du gehst jetzt erst mal ins Lager. Wir gehen dann erst noch ein bisschen arbeiten und dann ins Wochenende und bedanken uns beim... Ja, vielen Dank nochmal. Ja, also, wir bedanken uns bei euch. Lasst uns ein Like und ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.